Hallo, wir grüßen Sie wieder aus Tschechien. Wir befinden uns in der Nähe von Kutná Hora bei unserem Kunden Piers Suchdol. Hinter mir können Sie die Saatbettbereitung für Mais sehen. Ein Traktor John Deere mit Doppelbereifung schleppt einen Universalgrubber Bettner Versatil VO 7500 Profi. Das Unternehmen hat diese Maschine vor 2 Jahren gekauft. Der Vorteil dieser Maschine ist, dass sie 6 Reihen von Werkzeugen hat, sodass das Saatbett auf der gesamten Arbeitsbreite gut bereitet wird. Die Maschine ist mit Zinken ausgestattet, die sicherstellen, dass das Bodenprofil auf der gesamten Fläche unterschnitten wird. Für die Ankupplung der Maschine an den Traktor gibt es in der Konfiguration eine Achsenschiene, mit der die Maschine in die Unterlenker eingehängt wird. Wie zu sehen ist, hat der Traktor eine Doppelbereifung, auch wenn die Maschine eine Zugdeichsel in Standardausführung hat. Trotzdem ist das Wenden am Vorgewende mit der Maschine bequem. Die Maschine ist dafür gut ausgelegt. Die Zugdeichsel ist hydraulisch. Sie hat einen großen Hydraulikkolben, sodass bei der Arbeit eine gute Bodenanpassung gegeben ist. Ein großer Vorteil dieser Maschine ist wie bei allen Maschinen von Bettner die vordere hydraulisch verstellbare Panierschiene. Optional kann auch eine Trash-Cutter-Walze angebaut werden, die sich für Zwischenfrüchte eignet, wenn die Maschine für den Umbruch eingesetzt werden soll. Die Panierschiene Crushbar hat große Segmente. Wichtig ist, dass die Panierschiene von der Traktorkabine aus hydraulisch steuerbar ist, sodass der Fahrer den Winkel während der Arbeit bequem an die Gegebenheiten anpassen kann. Wir kommen jetzt zum Bereich der Hauptwerkzeuge. Die einzelnen Zinken sind mit Scharen besetzt. Erwähnt werden sollte, dass die Maschine über eine robuste horizontale Federsicherung der einzelnen Zinken mit einer Auslösekraft von 250 kg verfügt. Dies ist eine sehr gute Sache für steinige Böden, da die Zinken nicht beschädigt werden können. Die Maschine verfügt über 6 Zinkreihen, die im Abstand von 17 cm angeordnet sind. Auch hier ist der Durchsatz selbst unter nassen Bedingungen hoch. Kein Problem, die Maschine verstopft nicht. Wichtig ist auch die lichte Höhe, die Maschine hat einen großen Durchsatz. Auch dies ist eine hervorragende Eigenschaft der Maschine bei der Bearbeitung schwerer Böden oder bei der Einarbeitung von Rückständen nach der Ernte von Kornmais, weil diese Maschine nicht nur eine Bodenbearbeitungsmaschine, sondern ein Universalgrubber für den flachen Umbruch, die Saatbettbereitung und die mitteltiefe Bodenlockerung ist. Ein großer Vorteil ist die Anordnung der letzten Zinkreihe hinter der Transportachse, wodurch die Maschine auch ohne hintere Walzen arbeiten kann. Wir kommen jetzt zu dem Teil, der hinter den Zinkreihen folgt. Nämlich die Planierschiene. Dies ist bereits die 2. Planierschiene an dieser Maschine. Sie wird mechanisch eingestellt. Diese Planierschiene schließt die Saatbettbereitung ab und verteilt und glättet die Erde vor den hinteren Packern. Die Heckpacker werden also nicht zur Einebnung des Bodens eingesetzt, sondern nur zur Rückverfestigung des Bodens und zur Zerkleinerung der Klumpen. Wir haben hier einen Packer in der Ausführung Doppel-U-Ring. Sie können die Profilierung sehen. Der Vorteil des Doppelpackers besteht darin, dass die einzelnen Segmente ineinander gesetzt sind, sodass sie sich bei der Arbeit selbst reinigen. Für diese Maschine ist auch noch ein Packer V-Ring erhältlich. Der Kunde kann also je nach seinen Bedingungen wählen. Ich möchte noch erwähnen, dass die Maschine komplett hydraulisch gesteuert wird. Wir haben uns die Ausstattung des Grubbert Versatil VO Profi angeschaut und haben nun die Gelegenheit, mit Martin Nesfara, dem Bediener der Maschine, über die Erfahrungen und Meinung zu dieser Maschine und über die praktischen Erfahrungen der Firma Piers Suchdol zu sprechen. Martin, ich würde dich gerne fragen, was du heute hier auf dem Feld machst, welche Arbeiten davor ausgeführt wurden und was hier angebaut werden soll. Hier haben Zuckerrüben gestanden. Das Feld wurde dann mit einem Tiefenlockerer Bettner Terralent bearbeitet. Jetzt soll hierauf Mais kommen. Die Furche wird in einer ersten Überfahrt geebnet und in 2 Wochen machen wir das Ganze dann nochmal und säen. Wie ist deine ungefähre Tiefeneinstellung? Jetzt sind es etwa 7 cm, also die Hälfte dessen, was die Maschine noch schafft. Das ist genug für die erste Glättung. Bei der 2. Überfahrt geht die Maschine tiefer.
je nachdem, wie das nötig wird. Du hast ja einen schönen Traktor mit Doppelbereifung, das ist perfekt für den Frühling. Ich möchte dich noch fragen, wie viel du damit etwa fährst, wie hoch die Betriebsgeschwindigkeit der Maschine ist, wie hoch die ungefähre Leistung unter guten Bedingungen ist und wie hoch der Kraftstoffverbrauch ist. Ich fahre mit 10 bis 12 Stundenkilometern und schaffe 50 Hektar an einem Tag. Diese Maschine ist mit einer horizontalen Federsicherung ausgestattet. Habt ihr hier steinige Böden? Ja, es gibt hier steinige Böden. Die Maschine arbeitet sehr gut. Ich möchte noch fragen, wie diese Maschine hier ausgewählt wurde. Warum ihr euch für die Marke Bettner und den Typ dieser Maschine entschieden habt. Wir hatten sie ausgeliehen und die Chefs fanden ihre Arbeit gut, sodass sie diese neue Maschine kauften. Es ist eine vielseitige Maschine für den Umbruch und die Saatbettbereitung. Wie benutzt ihr sie denn in eurem Landwirtschaftsunternehmen? Sie ist verschieden einsetzbar. Benutzt ihr sie in euren Landwirtschaftsunternehmen für beide Arbeiten? Jetzt ist sie in der Saatbettbereitung für Mais. Wir benutzen sie außerdem für Raps und im Herbst zur mittleren Bodenbearbeitung für Rüben.